Ich nehme eine andere Waffe. Vielleicht das hier. Ach nee, hier geht's noch weiter. Aber erstmal die Irrlichter mitnehmen. Was ist denn das hier? Achso, das sind die Lichter. Ich mach mal eine Doppellampe. Ups. Und statt A zu drücken, habe ich weggedrückt. Nein, Gegner. Gegner. Hallo. Autsch. Ach, okay. Ich muss mich wieder heilen, ne? Dass das halt weg ist. Sonst habe ich diesen einen Schaden noch. Okay. Die Arme wieder. Ein Ast. Da muss ich mich dann also heilen. Jo. Einmal ran damit. Dann... Zack, zack, zack. Renn damit. Ich muss das hier mal ein bisschen nach vorne ziehen. Dann geben wir mal gleich nochmal ein bisschen Gas. Ja, die sind doch hier. Deswegen habe ich das ein bisschen nach vorne gezogen, dass ich an die Ventilatoren komme. Weil die Raketen, die geben doch auf danach. Ne, das ist ein bisschen zu niedrig, finde ich. Ja. Fein. Einmal Nummer 1. Warum bewegt sich das Ding? So, weil er die ganze Zeit gedrückt hat. So, ich brauche die Batterien noch. Eins. Ich gebe gleich richtig Gas. Ja, ich weiß. Mit der Oberfläche. Das hatte ich schon gelesen gehabt. Das war's, wenn wir schon zwei Raketen haben hier jeweils, ne? Gott, ey. Zack. Okay. Ich glaube, der ist weg. Oh Gott, ey. Ich glaube auch, das war ein bisschen zu schnell. Ich weiß gar nicht, wo der gelandet ist. Aber ich glaube, das spawnt wieder neu.
da hinten liegt das Ding. Ich habe mich gerade schon gewundert. Vielleicht war das wirklich zu schnell mit den Raketen. Vielleicht waren die Raketen ein bisschen zu doll. Das Problem ist, wir haben keine weiteren Energiequellen mehr. Außer vielleicht die da. Mama, haben wir hier noch was gehabt? Nö. Okay. Hier haben wir nur eine Energiequelle aber dran. Ach, da liegt noch eine. Ich weiß aber nicht, ob die noch voll ist. Naja, gucken wir mal. Vielleicht ist die nämlich nur abgefallen. Ja, das kommt davon, wenn man das so ein bisschen übertreibt. Ah, die sind beide voll gut. Das Problem waren halt einfach nur die Raketen. Ich glaube, die hingen auch ein bisschen blöd, deswegen sind sie irgendwo hängen geblieben. Ich sehe gar nichts hier. Nice. Hey. Hey. Verlassene Zentralmine. Hey. Jetzt sind wir da. Was ist denn das hier? Ja, hier muss ich auch hin. Aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl drin gerade. Ach du Scheiße, ich bin schon wieder bei 9 Stunden. Okay. Warum habe ich eigentlich immer so ein ungutes Gefühl? Ich mache mal hier ein bisschen Licht. Erstmal. Warum nutze ich nicht eigentlich diesen Schrottbogen dafür, den ich habe? Naja, gucken wir erstmal. Da sind aber auch viele Lichter drin, ey. Was haben wir hier? Och, ein großes Sonanium. So verdächtig war die jetzt nun auch nicht. Aber die Teile ringsrum, die hier sind, die sind verdächtig. Sind das alles Ventilatoren oder was? Yep. Jung. Zum Glück lädt das halt schnell wieder auf. Aha.
Da hätte ich auch instant hochfahren können. Ist hier irgendwas in der Ecke? Nö. Und aufwärts. Klung. Ich mach das Ding mal wieder aus. Brauch halt nicht die ganze Zeit laufen. Hier vorne ist auch nichts, ne? Nö. Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem Grund des Wassers. Schon wieder. Irgendwas muss vorher gemacht werden. Ja. Was haben wir da? Ich bete Statue. Was ist das? Hier sind einfach noch mehr von den Ehrlichtern, ey. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Wie groß ist das hier einfach, ey? Oh Mann. Das ist wirklich groß, hier unten. Was ist das da hinten überhaupt? Erstmal was anderes gucken. Ich komme hier bestimmt hochgeklettert. Zack, zack. Erstmal gucken, was hier ist. Hier ist die Schmiede. Verstehe. Das ist auch noch so eine Statue, ne? Okay. Holy. Aber wir können uns hier hinporten. Ich glaube, das ist das Ding da vorne. Oder was auch immer. Wer bist denn du? Oder wer seid denn ihr? Oh, was machst du denn an diesem Ort? Ach, wahrscheinlich könntest du mich dasselbe fragen. Stimmt's? Du stellst hier auch nach Forschung an, oder? Naja. Weil du dich über die Forschungsgruppe beworben hast. Wir sind auch nur zur Forschung hier, wo wir uns als Forscher beworben haben. Ja, als Forscher. Natürlich die Jägerbande. Welch ein Zufall. Hier, sieh mal. Wir verstehen nicht, was das für ein Gerät ist, das mit der zittrigen grünen Schrift und diesen seltsamen Statue. Vielleicht ist das einer dieser Steinleute, die man Konstrukte nennt. Bestimmt sollte sich das Ding irgendwie bewegen. Oh, übrigens, das sind alles nur meine Vermutungen. Wir kriegen mächtig Ärger, wenn wir nicht bald mehr rausfinden. Aber wie? Da stecken wir ganz schön in der Klemme. Diese Jägerbande, ne? Was ist denn das hier? Auch wieder zum Fahren. Ich
ich aktiviere das gleich mal. Da hast du zum Fliegen wieder. Ich sehe echt alles Mögliche. Und wo kommt man hier hin? Okay. Lass mal wieder Licht machen. Erstmal überall da, wo es geht, Licht machen. Was ist das da vorne schon wieder, ey? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So viel Neues, ey. Ich traue mich gar nicht in die Mitte zu gehen. Und 92 von den Ehrlichtern habe ich. Nice. Ups, ich wollte speichern. So, gut. Muss ich später mal gucken. Und wer bist du überhaupt? Nanu, hast du dich auch erfolgreich beworben? Warum sollte hier sonst jemand angedackelt kommen? Jetzt habe ich es fast verpatzt. Also, ach, vergiss es. Lass uns lieber über diese Texte reden, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Wenn das stimmt, was da steht, müsste diese Statue uns ermöglichen, eine Macht der Götter einzusetzen. Macht der Götter? Ja, Forscher ist halt so, naja. Genau dieses äußerst seltsame Statue aus Stein ist nichts Besonderes als eines der sagenumwobenen Konstrukte. Rate doch mal lieber, wer das wirklich ist. Ich habe hier einen Text, der diese sogenannten Macht der Götter sehr detailliert beschreibt. Da steht, mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Das heißt doch, dass man alles, was man einmal gebaut hat, in Handumdrehen wieder erzeugen kann. Mit so einer Macht könnte die können wir das Land schnell und unaufhaltsam erforschen. Diesen Text zufolge soll das Konstrukt diese Macht verleihen können. Ich würde es so gerne irgendwie dazu bringen. Natürlich sind das die Jäger wieder, ey. Naja. Gleich heißt das wahrscheinlich wieder kämpfen. Autorisierung erfolgreich. Es bewegt sich. Übertrage die Bautomatik. Ich empfehle diese für Forschung im Untergrund und Ausgrabung von Sonanium einzusetzen. Bautomatik. Hier werden ausgeführte Ultrahandbauprojekte automatisch aufgezeichnet und können danach mit Objekten in der Nähe und Sonanium sofort nachgebaut werden. Träume ich? Oder ist das gerade wirklich passiert? Hast du echt die Maschine der Götter erhalten, von der im Text die Rede ist? Unglaublich! Es wäre toll, wenn du uns das einmal demonstrieren könntest. Der Text beschreibt diese Macht. Mal sehen. Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Ah, ich weiß. Zufällig sind unsere Fahrzeuge kaputt. Leider haben wir es bisher nicht geschafft, sie zu reparieren.
Weil den auf den runden Podest ist ein Rad abgefallen. Ah. Und das auf den quadratischen Podest ist ganz auseinandergefallen. Schaffst du es mit deiner Macht, das Fahrzeug auf den runden Podest zu reparieren? Dann sollte es auch kein Problem sein, das auf den quadratischen Podest wieder funktionstüchtig zu machen, oder? Also zeig doch mal deine wunderbare Macht und mach unsere Fahrzeuge wieder flott. Kannst du das zuerst bei dem auf den runden Podest probieren? Ach, die Sieger, ne? Erstmal... Ups. Erstmal, zack, drehen einmal bitte. Oh, es hat funktioniert. Das abgefallene Rad ist jetzt wieder dran. Jetzt kommt die Hauptattraktion, deine Reparatur, das total kaputte Fahrzeug auf dem quadratischen Podest. Na los, zeig uns, was diese Macht der Götter wirklich kann. Mach es ruckzuck wieder flott. Von der gebauten wird dem Bauautomatikverlauf hinzugefügt und kann reproduziert werden. Okay. Alles klar. Das ist geil. Das ist sehr geil. Unglaublich. Sicht etwa doppelt. Und es war auch blitzschnell gebaut. Nicht weniger habe ich mir von der Macht der Götter erwartet. Dann stimmt es also, was in den Texten stand. Die Macht, unfassbar. Meister. Aha, also gibt es sie wirklich. Der ist schon wieder, ey. Gute Arbeit, ihr beiden. Und du da, Schwertkämpfer, du hast auch was bei mir gut. Ja, du hast auch was bei mir gut. Niemals werde ich vergessen, wer mich aus unserem Versteck in Gerudewüste nach hier unten hat stürzen lassen. Das warst du. Ich hatte geschworen, mich zu rächen an dieser Zelda und an meinen allergrößten Feind. An dir, Link. Endlich treffen wir uns wieder. Sag nicht, du hättest mich vergessen. Nein, mein Lieber. Wir sind durch das Schicksal verbunden. Höre meinen Namen und erzittere erneut. Ich bin der Meister Jäger, der Starke. Auch in unserer für alle Zeit unübertreffliche Vollidiot. Koga! Ach Gott, ey, der Typ, ne? Koga, Anführer der Jäger. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie du dir die Macht der Götter unter den Nagel gerissen hast, nach der wir gesucht haben. Wir haben hier uralte Texte aufgestöbert, in denen was darüber steht. Damit kann man zusammengebaute Sachen speichern und ruckzuck erneut herstellen. Und diese Fähigkeit soll schon vor langer Zeit voll verloren gegangen sein. Du hast geschummelt. Wir reckern uns hier ab, um Zeugs in ehrlicher Handarbeit zusammenzubauen. Aber du kannst im Handumdrehen erledigen ohne Mühe, das ist Betrug. Diese Macht würde der Person, der wir huldigen, sehr nützlich sein, seiner Großartigkeit, nämlich diese Macht sollte dazu dienen, Zelda und dich zu vernichten. Und jetzt wagst du, sie zu stehlen? Nachdem es jetzt soweit gekommen ist, bleibt mir nur eine Wahl. Ich werde dich besiegen und nehmen, was uns zusteht. Mach dich bereit. Kann ich das Ding auch auseinandernehmen? Nö, kann ich nicht. Nice.
Instant. Ich muss erst mal gucken, was ich machen muss, deswegen. Toll, instant erledigt worden. Ja. Oioioioi. Ach, vergiss es. Hallo. Und hab mich instant wieder von dem Scheißding treffen lassen. Nice. Warum auch nicht? Ich muss mal gucken, ob ich mir das Ding krallen kann. Aber dann kriegt der das wieder an den Kopf geschmissen. Nein, das wollte ich nicht. Das hier. Mal gucken, ob das klappt. Auf mich anfahren zu wollen. Okay. Er versucht mich so zu kriegen, ne? Okay, das funktioniert nicht. Gut zu wissen. Oh, ich wollte steuern. Hat aber nicht geklappt. Kann ich damit irgendwas machen? Nein! Autsch! Der versucht mich platt zu fahren, der Sack. Das geht auch nicht. Okay, gut zu wissen. Das Steuern ist ja doof. Hey, das war mein Wagen. Ach toll, hat nicht geklappt. Mist. Nein! Nein! Autsch. So ein Sack. Versucht er mich echt damit umzufahren. Das wollte ich gar nicht. La 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 la. Da ist er schon wieder. Diese dämlichen Kugeln von ihnen, ey. Ach toll, hat nicht geklappt. Da ist er wieder. Was hat der denn jetzt gemacht? Nein, da wollte ich nicht draufdrücken. Ich glaube, ich kann auch fahren, aber ja. Achso, die Kugel liegt da immer noch rum. Nice.
Er versucht mich ganz Zeit zu kriegen. Da war meine Waffe. Und da ist er wieder. Nein. Hallo. Hey, da. Nein. Wow. Der Doofe. Hallo. 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 Hey, das war der letzte Schlag, du Penner. Hier bin ich. Er fährt mit einem Auto rum. Ja, das ist zu albern, ey. Nein. Boah, ich hasse das, wenn ich auf den Knopf gedrückt komme. Oh. Wo ist er? Da. Krieg ich das hin? Nein. Was für ein Penner. Ey. Hing ich da erstmal fest? Hab ihn. Impertinenter Wicht, das warst du. Was wagst du es, mit solchen Taschenspielertricks zu kämpfen? Doch egal, der Klügere gibt nach. Dieses eine Mal lasse ich dir deine Frechheit ausnahmsweise durchgehen. Doch sperr die spitzen Lauscher auf, denn ich habe dir was zu sagen. Solche Ruinen wie hier habe ich schon haufenweise gefunden. Und ich habe dich beobachtet. Du benutzt deine rechte Hand, um das Konstrukt dort zu steuern. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Also, ich muss dann langsam mal los zur verlassenen Südwestmine. Dort schnappe ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Anschließend werde ich an der Seite seiner Großartigkeit diese Welt ihrem Ende entgegenführen. Falls du vorhattest, mir zu folgen, vergiss es. Okay, mit Steuerknüppel. Kogas finstere Pläne. Episoden, okay. Koga wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Enormer Sonau-Energiekristall. Ein gewaltiger Kristall, der durch Konzentration von Sonanium-Energie entstanden ist. Er enthält so viel Energie wie 100 normale Kristalle. Link. Danke, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich habe heimlich eure Unterhaltung gelauscht. Die verlassene Mine im Südwesten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Gerudo-Mine sein. Abbau und Verarbeitung von Rohstoffen florierten dort einst, aber nun teilt sie das Schicksal der verlassenen Zentralmine. Folge dem Weg, den die steinernen Statuen weisen, um zur verlassenen Gerudo-Mine zu gelangen. Ist das alles miteinander verbunden? Du kannst eine Batterie kaufen, ja, kann ich. Am einfachsten wäre wohl, wenn du erstmal in Richtung des Lichts dort loslaufen würdest. Ach, und noch eine Sache, bevor du aufbrichst. Ich möchte dir etwas vermachen. Sprich zu diesem Zweck bitte einmal mit meinen Artgenossen da drüben. Ich muss das mal gucken, ob da hinten noch was rumliegt.